Die Münchner Bank wünscht Ihnen gute Unterhaltung bei Le Schön, Ihre Bank, Münchner Bank. Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich. Schön, dass Sie München TV eingeschaltet haben. Ja, heute treffe ich eine sehr interessante Dame. Sie kam 1983 von Rumänien nach Deutschland und sie ist eine spannende Interviewpartnerin. Bitte kommen Sie mit. Ja, ich habe gerade gesagt, Frau Ott, ich treffe heute eine interessante Dame. Ich kenne Sie ja schon seit einigen Jahren und Sie sind mir immer wieder aufgefallen, dass Sie ein Talent haben, nicht nur eine hervorragende Zahnarztpraxis zu managen, sondern Sie haben mir da auch immer so ein bisschen Ihre Lebensgeschichte erzählt. Und die ist spannend. So, und über das wollen wir jetzt mal ein bisschen reden. Gerne. So. Sie sind 1983 aus Rumänien quasi nach Deutschland gekommen. Wie war das? Für mich als damals 18-Jährige komisch, weil das heißt, ich war in Rumänien als Deutschsprachige oder als Deutschstämmige, war ich halt immer die Deutsche. Also eine Minderheit. Genau, weil es die deutsche Minderheit war, wobei ich schon dazu sagen muss, dass wir als deutsche Minderheit schon Rechte hatten. Ich konnte deutsche Schulen besuchen und so weiter, also von daher war es okay. Nur dann kam ich in das sehr gelobte Deutschland. Und da war ich dann plötzlich die Aussiedlerin. Und das war für mich, wie gesagt, als dann mit 18 Jahren war das einfach so ein kleiner Schlag. Weil ich weiß nicht, was ich mir vorgestellt hatte. Wahrscheinlich, ja, Deutschland wurde ja auch immer gelobt und da kann man alles haben und alles machen, was im Endeffekt auch stimmt. Aber ich war dann plötzlich die Fremde. In Rumänien war ich die Fremde als Deutsche und in Deutschland dachte ich, jetzt bin ich zu Hause. Dann war ich die Aussiedlerin. Und das war ein bisschen komisch am Anfang, aber als junger Mensch schafft man das halt im Laufe der Zeit, wenn man motiviert ist, kann man das schaffen, sich reinzufinden in diese Geschichte. Man muss den Leuten nur beweisen können oder auch beweisen dürfen, dass hinter dem Aussiedler auch ein ganz normaler Mensch steckt. Und ich wage zu behaupten, dass wir Deutsche aus Rumänien mehr deutsch sind als die Deutschen. Aber Sie konnten natürlich fließend Deutsch sprechen. Ja, ja. Ich habe zu Hause immer Deutsch gesprochen. Ja, ja. Aber nun war es ja so, Sie waren ja da schon, sind ja eine hübsche Dame, aber Dank. Mit 18 waren Sie ja schon verliebt in einen gewissen Johann. Oder? Ja, das ist so. Okay. Und, wie schmerzhaft war denn das? Das war eben dieser Punkt. Ich habe mit meinen Eltern und meiner Schwester das Land verlassen und kannte eben diesen Johann schon. Und das war eben der Punkt, weil es war ja noch kommunistische Zeit. Also es war jetzt nicht so, dass ich sage, naja, macht nichts, in 2 Monaten sehen wir uns wieder, wenn ich Geld habe, um mich in den Zug zu setzen. Dem war nicht so, weil wir wussten definitiv, dass wir uns erst dann wiedersehen können, wenn ich A, nach einem Jahr zu Besuch darf und dann können wir zusammenkommen, wenn wir eine Genehmigung bekommen zu heiraten. Und das war wirklich sehr, sehr schwierig. Also von der Herzensangelegenheit kam das erschwerend hinzu, also der Neustart. Nun, da kommen wir dann ein bisschen später drauf. Sie sind ja wirklich eine Karriere-Dame. Ja? Sie haben Lust auf Erfolg und für Erfolg muss man ja hart arbeiten. Ja. Aber Sie haben ja damals, glaube ich, schon das Abitur gehabt in Rumänien und sind nun in Deutschland angekommen und haben natürlich erst einmal gesehen, also da ist ja im Grunde in Deutschland alles da. Das muss ja erst einmal auch ein positiver Schock, aber auf der anderen Seite sind Sie mit Ihrer Familie gekommen, das Geld war nicht da. Genau. Also Sie haben zwar überall gucken können in die Schaufenster, aber es gab kein Geld, also mussten Sie erst einmal das überwinden, das Ganze. Ja, ja, das stimmt. Wie war denn das? Mir war bewusst, als ich ankam, dass ich jetzt mit diesem Abitur nichts machen kann, weil zu dem Zeitpunkt war in Deutschland, speziell in Bayern, noch das 13-jährige Abitur, sage ich mal. Und ich nach den 12 Jahren wusste, ich wird mir nicht anerkannt, zumal es auch in Rumänien stattgefunden hat, das Abitur. Und es kamen verschiedene Hürden dazu, wie Sie sagen. Ich wollte dann auch sagen, okay, meine Eltern fangen mit über 50 auch von null an. Jetzt müssen wir alle zusammen helfen. Und dann habe ich mich entschieden, eine Lehre zu machen. Und wie das Schicksal so spielt, ich hatte mich bei einer internationalen Apotheke in München beworben.
Und die haben mir dann einen Tag, bevor ich in die Arbeit gehen sollte, abgesagt. Und das habe ich bei einer bekannten Familie erzählt. Und da war dann jemand anders da und hat gesagt, du, ich kenne da aber jemanden, das ist ein Landsmann, der ein Zahnarzt und der sucht jemanden. Und das war mein Einstieg in die Zahnmedizin. Das war ein Rumäne? Ja, das war ein Deutschstämmiger, auch aus Rumänien. Der hat aber in Deutschland Zahnmedizin studiert und der hat eine Kraft gesucht. Und da habe ich da meine Lehre angefangen. Also quasi als Dentalhygienerin? Nee, als Zahnarzthelferin. Helferin. Zu dem Zeitpunkt war es Zahnarzthelferin und da habe ich wirklich von der Pike auf gelernt. Aber ich muss dazu sagen, ich habe am allerersten Arbeitstag gesagt, in der Assistenz bleibe ich nicht. Haben Sie schon gewusst? Vom ersten Tag an, ja. Es hat mir Spaß gemacht, immer, und ich bin dankbar für jeden Tag, den ich da lernen durfte. Aber ich wusste, dass ich mehr will. Und dann sind Sie ja auch zu einer Zahnarztpraxis gekommen. Wir gehen ja dann rüber. Ich glaube, der Dr. Sörgel hat ja gesagt, wir können auch da drehen, dann schauen wir uns das einmal alles an. Aber Sie haben dann eben einfach sich erstmal gesagt, ich möchte dahin, ich möchte zu den Besten. Ja. Ich möchte einfach zu den Besten. Und sind dann jetzt quasi in dieser Zahnarztpraxis 21 Jahre, oder? Im 22. Jahr. Was ist denn da alles passiert? Also wir haben ja auch viele Zuschauerinnen und Zuschauer, die natürlich auch sagen, Mensch, Zähne, ja, das ist ja ein Riesenthema. Ja. Wie hat sich denn die ganze Zahnmedizin entwickelt? Und Sie haben ja da einen Chef, ja, der immer vor der Spitze immer läuft. Immer up to date ist. Also fast schon verrückt. Mhm. Also ja. Der macht nur Dinge, wo er sagt, ich möchte es wirklich. Das stimmt. Ja. Und ich kann da auch sagen, also ich bin ja auch bei ihm gelandet. Ja. Und also ohne ihn würde ich wahrscheinlich heute nicht so schön in die Kamera lachen können. So, also mit anderen Worten, wie hat sich das so entwickelt? Das hat sich enorm entwickelt. Wenn ich denke, wo ich in meiner Lehrpraxis, da war ich ja nachher dann als Zahnarzthelferin ein paar Jahre tätig, hatte die Chance, zur zahnmedizinischen Fachassistentin eine Ausbildung zu machen. Ja. Das war die erste Ausbildung in Bayern, die es damals gab. Das wurde in München angeboten und hieß so schön abgekürzt ZMF, die zahnmedizinische Fachassistentin. Und im Rahmen dieses ZMF-Praktikums war ich in der Praxis Dr. Sörgel. Mhm. Und da durfte ich als Praktikantin zuschauen und ein bisschen mithelfen. Und ja, so bin ich also in auch bei chirurgischen Eingriffen, also da war die ganze Palette. Genau, da war dann alles da und zwar im Vergleich zu der Praxis, wo ich war, wurde mir da was Neues eröffnet, weil, wie Sie schon sagten, Dr. Sörgel ist einfach up to date. Ja. Das ist natürlich in einer kleineren Praxis nicht so möglich gewesen und deswegen, und da war es halt für mich wow, es ist eine neue Welt, es ist was Neues da und ich wusste gar nicht, ob ich dahin will, aber es war schön. Und ich habe das Praktikum abgeschlossen und bin ja dann nach ein paar Monate später in dieser Praxis gelandet, wie Sie es nennen, weil eine Kollegin die Praxis verlassen hat. Und bei der war ich eben als Haupthospitantin mit dabei, weil die Dentalhygienikerin vom Beruf war. Und die hat gesagt, komm, du hast es drauf, nimm meinen Job. Was mich im ersten Moment schon ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen hat, weil ich hatte ja erst die Ausbildung abgeschlossen, aber da bin ich Dr. Sörgel auch sehr dankbar, dass er mir das zugetraut hat und gesagt hat, greif mal an. Ja. Und die Entwicklung ist halt, wie gesagt, Dentalhygienikerin. Dr. Sörgel hatte die erste aus dem Ausland, da war es noch gar nicht so wirklich erlaubt, in Deutschland sowas zu führen und hat die Dentalhygiene etabliert und da durfte ich halt dann teilnehmen und es weiterentwickeln, sage ich jetzt mal. Es ist ja wichtig, dass der Patient nicht leiden muss, sondern gerne kommt. Naja. Nun ist es ja so, gerade eben diese Zahnreinigung, viele Menschen machen das ja nicht. Ja. Ja. Und ich meine, das ist ja schon ein Bakterienherd vom Allerfeinsten. Ja. Kann ins Herz reingehen, also in die Blutbahn und so weiter. Warum ist das so? Also ich habe kürzlich auch gelesen, dass sich also manche Menschen so alle zwei Tage erst die Zähne putzen. Warum ist das so? Weil Zähne ist ja das Erste, was man sieht. Hände, Zähne, Gesicht. Ja. Warum ist das so? Sie können ja da sicherlich aus Ihrer Praxis auch mal... Ich denke, der erste Grund oder der erste Punkt ist definitiv die Motivation des Patienten. Weil die Patienten sind ja sehr unbedarft. Mhm. Viele, natürlich putzen sich viele die Zähne, aber mein Gott, Zahnbürste und passt schon. Ja. Weil sich keiner bewusst ist der Tatsache, wie Sie sagen, wenn Sie bedenken, dass Sie die meisten Bakterien haben Sie in der Mundhöhle. Ja.
Und wenn Sie das einmal unter dem Mikroskop gesehen haben, dann putzen Sie, glauben Sie es mir, öfter am Tag. Genau. Und das ist so, das hat dem Patienten gefehlt oder das fehlt. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich gewechselt habe und auch heute noch zum Teil, muss ich dazu sagen, durch das, dass die gesetzlichen Versicherungen das nicht honorieren bzw. nicht zahlen für die Patienten, ist es ein Kostenfaktor. Wenn der Patient selber jetzt nicht davon überzeugt ist, dass er das braucht, dann will er das natürlich auch nicht machen, weil er sagt, warum soll ich da 100, 200 Euro für etwas zahlen, wo ich gar nicht die Notwendigkeit so sehe. Ja. Und also der erste Punkt aus meiner Sicht ist diese Motivation. Und dass der Zahnarzt es dann auch sagen muss, Sie passen Sie auf, neue Kronen, schön und gut, aber die müssen erhalten werden. Ja. Weil man muss es dem Patienten zugestehen, er ist Laie. So hat jeder Beruf seine speziellen Sachen und da muss man halt einfach drauf angehen. Bei Implantat, man denkt, das haben wir Implantate. Genau, habe ja keine Zähne mehr. Genau. Das ist genau das Verkehrte. Implantate müssen doppelt so gut gepflegt werden wie die eigenen Zähne. Also das sind alles so Geschichten. Ich glaube, es ist definitiv eine Motivationsgeschichte. Nun muss man natürlich auch sagen, man hat ja auch, also ich zum Beispiel, ich gehe super gern zum Zahnarzt, ja, weil ich freue mich darauf, also, ja, weil einfach, weil ich alles mitgemacht habe. Alles, was gibt, glaube ich, also, da gibt es nicht mehr. Aber trotzdem, viele haben Angst vor dem Zahnarzt. Ja. So, und jetzt, wenn ich Sie mal so ab und zu beobachte, Sie managen ja zwischenzeitlich eine tolle Praxis, ja. Sie sehen sich den Patienten schon an. Ja? Ja. Oder wenn denkt, jetzt klingelt da so eine Stunde vor, das könnte es der schon sein. Genau. Manchmal motivieren sie ihn, dass er doch kommt. Und, ja, klar. Ja, ich habe jetzt heute ein bisschen Fieber oder so. Ja, ja. Ja, und da macht nichts. Und so. Ja, genau. Also sie sind ja schon auch, kann man sagen, eine halbe Medizinerin. Ja, ja, ich meine, als Dentalhygienikerin, ich habe ja dann auf die zahnmedizinische Fachassistentin noch mal eine Ausbildung drauf gemacht, ja, zur Dentalhygienikerin. Ja. Und da, klar, wird es vom Wissen her auch noch mal aufgestockt. Und man macht auch Gott sei Dank ein bisschen Psychologie und ein bisschen Rhetorik. Und ich liebe die Arbeit mit den Menschen. Und da lernt man auch so ein bisschen in den Menschen reinzusehen. Und da kann man super auf den Patienten drauf eingehen. Und ich muss ehrlich sagen, 95% unserer Patienten, die mal in der Dentalhygiene oder allgemein waren, kommen freiwillig wieder, weil sie sehen, ja, das ist in Ordnung und das ist gut so und ich will das wieder machen. Und zwar jetzt ohne groß darauf einzugehen, was das musst du machen, sondern einfach aus der Überzeugung her. Und das ist, wenn der Patient dann überzeugt ist und wenn man ihm einmal sagt, lassen Sie es uns doch einmal probieren und Sie sehen das Ergebnis. Und wenn es Ihnen nicht gefällt, dann müssen Sie es nicht machen. Kürzlich hatte eine große Boulevardzeitung in München ganz groß gehabt, also eben Parodontose, kann aufs Herz drücken, ja, also ganz groß, also da ist schon was da. Ja. Jetzt war es ja so, in Ihrer Praxis, war es so, dass plötzlich eine tolle Dame, ich glaube, es war eine Russin oder so, die dann gesagt hat, ja, jetzt mache ich doch was anderes, von einem Tag auf den anderen quasi weg. Ja. Und wenn man so eine Praxis hat, da sind ja viele Dinge, da geht es natürlich dann auch darum, dass man den Patienten, wenn er kommt, den richtigen Kostenvoranschlag macht, nicht, dass er dann in Ohnmacht fällt und sagt, Gottes Willen, Frau Ott, hätten Sie mir das vorher gesagt, dann hätte ich, und Sie haben schon die Hälfte Arbeit schon im Mund, das kann man nicht rausreißen, sondern da muss man ja den genau aufklären. Ja. Jetzt waren Sie ja damals, nicht wissen kann man nicht sagen, aber es war ganz unbedarft. Dann sind Sie nach Hause und was mir an Ihnen gut gefällt, Sie sind so ein richtig, ihr seid so eine richtig Vorzeigefamilie. Ihre Tochter Caroline, die jetzt in London studiert, an einer tollen Schule, die auch so ein bisschen die Gene der Eltern hat. Sie sagt also, unterm Ohrensaal mache ich da nichts. Ja, so ungefähr. So ungefähr, ja. So, wie die Mama auch. Also, wenn ich es mache, dann möchte ich das Beste machen. So, aber plötzlich waren Sie zu Hause und gesagt, stellt euch mal vor, was wir da machen. Dann hat die Caroline, das ist ja auch ihr Motivator in der eigenen Firma, das quasi in der eigenen Familie. Ja. Und hat sie gesagt, Mama, du schaffst das. Genau. Dann haben sie das angepackt. Ja. Wie war denn das? Ich hatte Angst davor, weil ich war ja nun zu dem Zeitpunkt 17 Jahre lang am Behandlungsstuhl, am Behandlungsstuhl mit dem Patienten zusammen, im Zweiergespräch den ganzen Tag mit dem Patienten in einem Zimmer. Ich hatte diese, zwar eine enorm große Verantwortung, aber eine Vertrautheit. Ich hatte immer das Zweiergespräch mit dem Patienten, hatte das Vertrauen der Ärzte, alles wunderbar. Und dann halt von heute auf morgen das zu sagen, machst es, aber es kam hinzu, der Impuls war meine Rückenprobleme. Ich hatte Rückenprobleme durch die falsche Haltung und so.
Und dann habe ich mir gedacht, ach Mensch, mach doch das. Und mein Punkt war nur, dass ich gesagt habe, naja, aber ich habe wirklich 17 Jahre keine Abrechnung mehr. Da kommt einiges dazu. Und da hat meine Tochter eben, mein Mann ist natürlich einer, der sagt, komm, das zieh mal durch, du kannst es. Und meine Tochter hat gesagt, Mama, das schaffst du locker. Und dann habe ich halt Fortbildungskurse gemacht in der Zeit und habe aber wirklich im November noch Patienten behandelt. Und ab Januar war ich dann an der Rezeption, war auch wieder so ein Wurf ins kalte Wasser. Aber ich bin geschwommen. Und das ist ja auch keine einfache Aufgabe, denn, ja, das kann man jetzt nicht verallgemeinern, aber generell sind ja die Versicherungen misstrauisch. Genau, ja. Also manchmal weicht es ja ab, also und sagen, ja, war das wirklich so? Das heißt, man müsste im Grunde alles fotografisch festhalten, was man ja manchmal tun muss. Genau. So, das heißt, Sie haben ja da auch ständig Kommunikation. Sie sind ja auch im Sinne des Patienten unterwegs, im Sinne natürlich auch der Wahrheit. Ja. Aber das ist ja auch, da muss man ja auch überzeugen, weil wenn jetzt jemand Hälfte bezahlt bekommt. Wie wichtig ist da die Argumentation im Sinne einfach mal, dass man sagt, man versteht die Versicherung, aber man muss natürlich auch den Patienten verstehen. Ganz genau, Und man muss natürlich auch wissen, sagen wir mal, gute Zähne sind heute nicht bei Aldi zu holen, sondern das kostet was. Und da muss man natürlich vorher den Patienten richtig aufklären. Ja. Ja? Völlig unabhängig, wer er ist, aber man muss ihn aufklären und sagen, schauen Sie mal her, so und so. Ja. Und weil ja auch die Haltbarkeit der Zähne, also das Ganze. Wie schwierig ist das manchmal? Weil Sie meistens sagen die, ja, es geht nicht. Ja? Also, geht nicht ist ja ein Thema, wo Sie sagen, da geht es erst los. Genau, erst los, geht nicht, gibt es nicht. Nein, der Punkt ist schon so, dass der Patient natürlich, man darf nicht vergessen, Versicherung heißt ja, ich bin versichert. Also da ist das Wort sicher dahinter. Und dann sagt der Patient natürlich, die bieten mir ja irgendetwas. Ja. Und die sind ja sicher für mich da. Ja. Jetzt kommt da ein Zahnarzt und schlägt mir was vor, das zwar zu meinem Gunsten ist. Ich unterstelle dem Patienten dann nicht, dass er da misstrauisch ist. Aber es ist immer noch so, dass der sagt, na ja, der will aber was von mir. Der will viel Geld von mir. Er erzählt mir zwar, dass er das bietet, aber die Versicherung zahlt es jetzt nun mal nicht. Und dann argumentieren die Versicherungen natürlich mit ihren Verträgen. Und da muss man schon, die Kommunikation ist da enorm wichtig, weil man muss ja zwischen Patient und der Versicherung vermitteln, sage ich jetzt mal, obwohl der Patient unser Ansprechpartner ist. Ja. Und ich sage, okay, ich rechne mit dem Patienten ab, was der dann von der Versicherung kriegt, kann ich nicht sagen, geht mich nicht an, weil ich will ja dem Patienten helfen. Ja. Und das ist aber enorm wichtig. Ja. Und dafür, wie Sie schon sagten, da braucht man Dokumentation und ganz, ganz gute Argumente halt dann auch. Und vielleicht manchmal muss man die Versicherung dann hinweisen, im Moment haben Sie recht. Ja, es ist sehr teuer, aber schauen wir in 10 Jahren. Wenn wir das jetzt machen, was Sie vorschlagen, dann müssen wir es in 5 Jahren neu machen, in 5 Jahren wieder, dann sind wir bei der gleichen Summe, wollen wir es nicht gleich gescheit machen. Also diese Argumentationen müssen dann stimmen. Jetzt würde ich einfach mal sagen, jetzt gehen wir mal rüber an den Arbeitsplatz von Frau Ida Ott. Ja. Aber ich habe noch eine Frage an Sie. Sie sind ja damals, ich komme nochmal zurück, Sie sind damals aus Rumänien nach Deutschland gekommen. Ja. Jetzt kommen ja auch viele Menschen in ähnlichen Situationen zu uns nach Deutschland. Ja. Also ich sage aus Syrien, also wirklich arme Menschen. Ja. Ich finde es toll, wie sich Bayern verhält, jetzt mit Containers und so weiter. Man tut da wirklich viel. Was können Sie solchen Menschen für einen Tipp geben? Einfach was tun und kämpfen für das Dasein, den Mut nicht verlieren. Weil man wird am Anfang durch bestimmte Fragen entmutigt, weil man muss bedenken, also mir ging es so, ich komme aus einem anderen Land, gut, ich war auch sehr jung, aber ich bin auch vor aus uns... aus einem armen Land. Ja, genau, sehr armen Land und war sehr jung und durch bestimmte Fragen wird man verunsichert. Können Sie das überhaupt? Ja. Und ich komme dazu noch aus einem kommunistischen Land und das kommunistische Land ist dann natürlich auch, mir wurde alles gesagt, du hast das zu machen und das zu machen. Ich hatte nicht viel Meinungsfreiheit und da wurde ich gelenkt und da kommt jetzt plötzlich einer und sagt, mach mal hinne. Ich sage, oh mein Gott, aber wie mache ich das denn? Also ich kann den Menschen nur raten, bleibt dabei, geht euren Weg und macht aber eure Arbeit mit gutem Gewissen. Denn gute Arbeit zahlt sich immer aus. Und eben auch weiterbilden. Also genau, also einfach nur, wie gesagt, diesen Weg verfolgen. Ich habe ja... Und Sprache lernen natürlich. Sprachen, ja, gehören dazu. Ja. Die Sprache des Landes, ohne die geht es gar nicht. Also da... Geht gar nichts. Gar nichts.
Jetzt brechen wir auf und dann reden wir gleich weiter. Genau. Wunderbar. Dankeschön. Unterhaltsam geht's gleich weiter mit Le Schön, präsentiert von Ihrer Münchner Bank. Ja, Frau Ott, jetzt sind wir hier in der Praxis. Ja. Willkommen. Genau, quasi Ihre zweite, Meine zweite Heimat. Genau. Ja. Jetzt hier Ziel. Ja. Träume nicht von großen Zielen, mache sie wahr. Ja. Wenn man so Ihre Vita anschaut, ja, was Sie gerade in den letzten Jahren alles gemacht haben. Ja. Das geht natürlich nicht ohne Ziel. Gell? Das ist definitiv so. Aber da muss natürlich die Familie mitziehen. Ja. So, jetzt habe ich das Gefühl, Ihr Mann, Ihre Tochter, die Caroline, ein hübsches Mädchen, danke. Ja, die viele Sprachen bereits spricht, ja. Die studiert, sie wird Juristin, glaube ich, Business School of London oder London School of Economics. Economics. Ja. So, ihr zieht euch ja immer wieder so gegenseitig, wenn man euch sieht, ist immer wieder was passiert. Ja? So macht es aber am meisten Spaß. Ja, klar. Wenn man sieht, der eine tut das und dann will der andere ein bisschen mehr. Genau. Und es ist, glaube ich, auch für unsere Tochter dann schön, die sieht, meine Eltern haben zwar, wie sie jung waren, nicht ihre Ziele da erreicht, wo sie hinwollten, verfolgen sie aber immer noch. Und ich denke, vielleicht ist es für sie halt einfach auch diese Geschichte, dass sie sagt, der Weg ist das Ziel. Man muss diese Träume wahr machen. Genau. Mehr aus den Träumen. Genau. Jetzt ist es ja so, wenn man ein Ziel erreicht hat, also Sie haben jetzt quasi ein Abendstudium gemacht. Mit welchem Abschluss? Ich habe Abschluss Praxismanagement und zwar war das an der Hochschule Magdeburg-Stendal mit den Eumedias. Kliniken und das war an der Romit-Klinik in Rosenheim. Da bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich gemacht habe. Es war ein Fernstudium, kein Abendstudium, aber auch Studium neben dem Beruf. Aber man muss abends natürlich lernen. Ganz genau, so ist es. Also das war jetzt 4 Semester lang mit sehr viel Arbeit verbunden. Da brauchst du natürlich auch einen Chef, der das auch unterstützt. Ja. Den haben Sie. Jetzt, was mich, gehen wir mal ein bisschen rum. Was mich so ein bisschen interessiert ist, inwieweit hilft es den Patienten, dass sie jetzt richtig das Studium haben, dass sie sagen, ich kann eine Zahnarztpraxis im Grunde administrativ managen. Ja. Ich kann einfach dadurch gewisse Wege aufzeigen für den Patienten. Wie hilft es? Sehr viel. Also ich konnte in dem Studium wirklich, ich konnte in die Praxis 1:1 umsetzen. Also es bringt unheimlich viel. Natürlich kann man sagen, ich habe das alles schon vorher gemacht, aber mit einem anderen Bewusstsein. Also es kommt einem ganz anders ins Bewusstsein. Man kann da noch ein bisschen nachhaken und da dem Patienten ein bisschen mehr helfen. Ich bin sehr, sehr dankbar und würde das Gleiche sofort noch mal machen. Wobei ich sagen muss, ich bin meinem Professor mit seinem Team, Professor Rudolf, sehr dankbar, weil der hat uns da, der war einer der ersten Initiatoren, der auch im Bereich der Praxen oder der Medizinmanagement angeboten hat. Und das ist so unheimlich wichtig. Nun ist es so, Sie haben Patienten aus allen quasi Erdteilen, kann man schon sagen. Ja, also viele Araber oder was, oder einfach Leute. Einfach Leute vom Querbeet. Jetzt ist ja auch das ganze Logistische ein Riesenthema. Ja. Also diese junge, hübsche Dame, die jetzt gerade hier auch an ihrem Platz sitzt. Ja. Also da kommen ja Telefonate rein, da sagt der, jetzt habe ich den Termin vergessen. Ja. Und jetzt hat er aber noch von der linken Seite die Fäden drin und der Doktor ist schon quasi ready, ist schon in blau oder grün gewandelt und jetzt sagt er schon eine Viertelstunde vorher ab. Ja. Jetzt brauchen Sie wieder einen neuen Termin. Ja. Jetzt müssen Sie ja sofort denken, das war da alles und man denkt ja auch mit. Ja. Sollte man zumindest. Wie managt man das? Es ist halt wichtig, dass man dafür vorbereitet ist und wie gesagt, diese Logistik wurde in diesem Studium noch ein bisschen intensiviert. Wir haben das schon immer vorher gemacht. Schön ist, dass man immer, wir haben ja jetzt
im Moment immer 3 bis 4 Behandler. Und da ist es auch wirklich ganz, ganz wichtig, das logistisch handzuhaben. Und da führen wir eine Warteliste. Also, dass wir sagen, der Patient kommt da nicht. Oder wir rufen Sie ihn schnell an, dann und sagen, rufen können schnell Sie? An, mhm, und dann kommen der Nächste. Weil wir haben auch Wartelisten, wo dann draufsteht, der kann in 5 Minuten da sein und der braucht eine Stunde. Wenn ich dann weiß, am Nachmittag ist was frei geworden, dann rufe ich den von auswärts an und solche Geschichten rein. Die Freundlichkeit, ja? Dass man eben auch den Patienten einfach mal, jetzt kommt eine ältere Dame oder ein älterer Herr, ja. Und dann sagt man, ja, Sie, also jetzt müssen wir mal 4 Implantate setzen. Mhm. Jetzt spielt ja, sagen wir mal, erst einmal die Konzentration, also wie ist der Mensch beieinander, das ist ja auch mal wichtig, ja. Aber umgekehrt steigt ja dann die Angst auf. Ja. Also, dass man eben nicht einfach sagt, das tut nicht weh, weil weh tut es immer ein bisschen beim Zahnarzt, aber das ist ja auch diese Nachsorge. Ja. Also, dass zum Beispiel der Doktor den Patienten nach der OP selber anruft. Ja. Also, das ist etwas, was ich unglaublich schätze. Ja. Wie geht es denn so? Ja, genau. Ja. Oder dass man sagt, schauen Sie mal, die und die und die Schmerzen könnten kommen. Ja. Oder die und die Schwellung kann kommen. Ja. Also es gibt Leute, die eben also Beruf haben, wo sie sagen, ich brauche mein Gesicht. Ja. Und dann plötzlich nach einem Tag ist nichts. Genau. Und plötzlich nach 3 Tagen explodiert es. Ja. Das ist ja auch wichtig. Das ist unheimlich wichtig. Ja. Und da sind wir wirklich gut dabei, denke ich, dass wir die Patienten schon vorausbereiten. Ja. Dass wir sagen, passen Sie auf, das und das könnte auf Sie zukommen. Es muss nicht sein. Und wenn man dann viel sagt und sagt, es könnte schwellen und eine Schwellung kommt, uns kommt dann keine. Ja. Umso positiver überrascht ist der Patient dann. Also umso schöner ist es dann für den Patienten, dass er sagt, war jetzt doch nicht. Aber wenn er aufgeklärt ist und das alles weiß, ich würde nie sagen, Sie werden keine Schmerzen haben. Das gibt es ja auch nicht. Der Patient wird immer was empfinden und die Empfindungen sind unterschiedlich. Die Sensibilität des Patienten ist ganz anders. Der Raucher braucht ein bisschen mehr Narkose, das ist auch klar. Ja. Inwieweit könnten Sie das, was Sie jetzt drauf haben, das wäre ja auch überall gerne, und sei es in einem Hotel, sei es, Sie können auch Concierge machen, weil Sie einfach so viele Menschen kennen. Und wie wichtig sind da diese Netzwerkverbindungen, dass man eben, Es ist halt dieser Bereich, sage ich mal, des Empfangs, des Entgegennehmens, des Miteinanders mit den Menschen. Das gibt es natürlich überall und das ist überall übertragbar. Aber wie gesagt, jetzt, ich würde im speziellen Bereich der Medizin bleiben, was jetzt als Praxismanagerin betrifft. Natürlich könnte ich da auch sagen, ich bin am Empfang da und da, das kann ich, sage ich jetzt mal, machen. Aber solche Sachen macht man halt. Ich würde im Medizinbereich bleiben, weil ich mich gerne um Leute kümmere, um Menschen, die Angst haben und die auffangen. Und das ist ja in anderen Bereichen, wenn ich jetzt mit Hotelfach vergleiche, die Menschen haben ja keine Angst. Im Hotel ist meistens was Positives, ich bin im Urlaub oder auf einer Geschäftsreise und will da empfangen werden und aufgehoben werden. Mhm. Nun, was ja auch spannend ist, Sie haben ja auch chirurgische Eingriffe begleitet, Sie kennen das alles und Sie haben ja noch für spezielle liebgewonnene Patienten, sag ich mal, machen Sie das ja nach wie vor und sagen, ich bin dann auch mal am Stuhl und mache eben einfach auch die Dentalhygiene. Ja. So, aber wenn es jetzt richtig losgeht, das ist ja auch wichtig, dass der Arzt selbstbewusst reinkommt. Ja. Also in dem Fall, Ihr Chef, der macht das super. Ja. Und da sitzt einfach jeder Handgriff. Ja? Ja. Weil man hat ja Angst. Oder dass man eben diese ganzen Instrumente, sagen wir mal, dass der Patient das möglichst gar nicht sieht, weil wenn bei größeren Geschichten. Und das ist ja eben Wahnsinn hier in dieser Praxis. Da ist ja nicht, da muss man jetzt nicht zum Chirurgen dann geschickt werden, sondern da ist die Chirurgie, da ist also die Kosmetik. Da ist auch, ich sage jetzt mal, da könnte man alles machen, bis hin zu Weisheitszähnen, der kann alles. Ja. Aber was ich so schätze, ist diese Perfektion. Ja? Es ist halt ein Ineinandergreifen. Ja. Oder wenn er mal einfach, oder bitte Mund mehr öffnen, einfach nett gesagt und nicht so öffnen. Ja. So, und dann kriegt der Patient während der OP, oder man hat einmal Schweiß, dass man da abgetupft wird, das kommt ja alles vor. Ja. Das ist ja auch ein Teil der Kommunikation zwischen Menschen. Ja. Also man hat das Gefühl, hier ist man nicht Patient, sondern man ist Mensch. Ja. Und das fällt mir also wirklich auf. Ja, versuchen wir auch untereinander zu trainieren, weil wir eben immer sagen, wir haben es mit Menschen zu tun, die haben Angst. Ja. Also erstens müssen wir die auffangen, zweitens arbeiten wir in einem Bereich, ich meine, es ist der Kopf, ist sehr sensibel. Ja.
Und da müssen wir, man hört ja, wenn da gebohrt wird, im Mund der Bohrer hört sich natürlich... Das hört sich wie Presslufthammer. Genau, ja. Und da muss man sich immer wieder reinfühlen. Ja. Und das versuchen wir auch immer wieder unter uns oder und uns darauf aufmerksam machen, dass wir sagen, du pass auf, bei dem hast du gesagt, auf bitte. Es war zwar ein Bitte dabei, aber es hat so ein bisschen die Nachhaltigkeit gefehlt oder die Sensibilität, dass man sagt, machen Sie doch bitte ein bisschen auf. Ich weiß, das Kiefergelenk tut jetzt weh und so. Das muss man alles natürlich auch trainieren, weil das Wichtigste ist auch, dass man dabei bleiben kann. Weil im Alltag kann es sein, dass man das auch mal vergisst. Ja. Jetzt sind Sie ja wirklich hier die Managerin. Ja? Sie haben ja viele junge Damen. Ja. Ja? Ich glaube, der einzige Herr oder zwei Herren gibt es. Zwei Herren gibt es. Und die Technik. Dazu. Die Techniker natürlich. Zwei Techniker, ja. Aber auch mit den Technikern. Also es muss ja auch sitzen. Ja. Also wenn jetzt eine Krone kommt und der kommt eine, das ist etwas, was auch hier auffällt, diese Genauigkeit der Termine. Ja. Also dass der Chef, klar gibt es mal einen Notfall oder so, aber dass der Chef oder ihre Zahnärzte, dass die einfach wirklich dann am Stuhl stehen, wenn man sagt 11 Uhr, dann geht's los. Ja. Ja? Ja. Und auch der feste Händedruck vom Arzt, der das auch schon gehört. Ja, es gehört halt dazu, weil wir leben in einem Alltag, der geprägt ist von Menschen, die allgemein Manager sind, sage ich jetzt mal, und ihre Zeit managen müssen. Also zumindest ihre eigenen Zeitmanager. Uns hat keiner Zeit zur Verfügung, der sagt dann, ich kann jetzt 2 Stunden im Wartezimmer sitzen. Und das versuchen wir aufzufangen. Wir sagen, okay, erstens versuchen wir schon gar nicht, dass es einen Zeitverzug gibt. Und zweitens sagen wir, okay, dann merken wir, die Operation dauert länger, dann rufen wir den Patienten an und sagen, kommen Sie eine halbe Stunde später oder so. Also das versuchen wir aufzufangen, weil wir sagen, wir dürfen oder sind gar nicht in der Lage, über die Zeit anderer zu verfügen. Ja. Wir erwarten von unseren Patienten, dass sie pünktlich sind und so versuchen wir auch pünktlich zu sein. Jetzt machen wir mal Folgendes, jetzt möchte ich mit Ihnen, weil Sie sind ja schon eine halbe Ärztin, jetzt möchte ich mit Ihnen mal ein bisschen über die Implantologie reden und dazu gehen wir jetzt mal auf einen Zahnarztstuhl. Bitte schön. Ja, das machen wir. Bitte schön. Ja, liebe Zuschauer, ich bin jetzt, wie Sie sehen, am Zahnarztstuhl und ich kann da richtig Fernsehen und Musik hören. Das ist ja schon, das ist aber, glaube ich, auch irgendetwas, was dem Patienten so ein bisschen gut tut. Gell? Ja. Gibt es ja so Tierfilme, habt ihr genau, da, und lustige, also alles. Das lenkt halt ab. Ja. Also zumindest versucht man da abzulenken oder zumindest... Teilweise wird man abgelenkt, weil man guckt was und dann ist es doch faszinierend, weil wenn so ein Tierfilm läuft oder irgendwas, ist es faszinierend. Oder die Musik lenkt ab von den Nebengeräuschen dann auch. Natürlich wird man den Bohrer im Mund hören, das ist klar, aber trotzdem, wenn ein Nebengeräusch wie die Musik eben ist, dann ist man lockerer auf dem Behandlungsstuhl. Jetzt reden wir mal über Implantate. Ja. Da macht ja heute schon fast jeder Zahnarzt, ja, aber nicht jeder Zahnarzt macht sie besonders gut, sondern es gibt solche und solche. Die Medizin hat sich entwickelt, die Industrie hat sich entwickelt, da gibt es heute Implantate, wenn jemand wenig Kieferknochen hat, die also ganz kurz sind und so weiter. Wie wichtig ist auch diese Koordination, dass man da immer mit, gerade in der Implantologie, an der Weltspitze ist, weil das ist das A und O. A und O, das ist wie in jedem Bereich, dass man versucht, in den Top zu sein. Genauso ist es in der Zahnmedizin. Und deswegen sind wir ja auch, also fühle ich mich sehr geehrt, in einer Praxis zu sein, die sich auch Leading Dental Center of the World, also führende Zahnarztpraxis der Welt nennen darf. Ja. Und da kommt man auch nicht von ungefähr hin. Und auf die Implantate zurückzukommen, würden wir auch nur, also mein Chef ist eben Spezialist für Implantologie. Ich meine, es machen viele Zahnärzte Implantate, aber es ist natürlich ein Unterschied, wie jeder sagt, okay, ich bin Spezialist für dies und jenes, ist immer ein Unterschied, ob ich das mache oder ob ich auch spezialisiert bin dafür. Und da ist es natürlich ganz, ganz wichtig, in der Top 10 zu bleiben, sowohl von dem Bezug der Materialien her, als auch von den Operationstechniken. Ja, also die Chirurgie spielt hier eine wahnsinnige Rolle. Ja. Nun, meine Generation, also 44 geboren, da war so die ganze Zahnmedizin noch nicht so weit. Also mir hat da mal Zahnarzt versehentlich dann die zweiten Zähne, also schon die richtigen Zähne gerissen. Also das heißt, dann irgendwann bildet sich ja dann auch, sagen wir mal, der Gaumen oder der Knochen zurück. Und dann gibt es ja eben jetzt heute wahnsinnige Mittel, also Knochenaufbau. Ja. Das ist natürlich dann schon die hohe Kunst der quasi Chirurgie. Ja. Es ist im Mund, da gibt es viel. Also da ist es, glaube ich, auch heute
Leute wichtig, an die richtige Adresse zu kommen. Gell? Immer. Und das ist unheimlich wichtig. Und das ist auch die Entscheidung immer wichtig. Setze ich jetzt ein Implantat sofort? Habe ich genügend Knochen da? Oder muss ich den Patienten, der natürlich, wenn er sich endlich dafür entschieden hat, auch unheimlich drauf vorbereiten. Und der Patient will jetzt dieses Implantat und ich muss ihm aber sagen, wir müssen aber vorher einen Knochen einsetzen. Wir müssen einen Knochen aufbauen und es muss nochmal einheilen. So viele Monate, wie es auch braucht, weil es auch sehr unterschiedlich ist. Und da ist es auch wichtig, dass man dann als Arzt oder als Spezialist dann auch sagen kann, ich kann das jetzt nicht in einem machen, obwohl der Patient jetzt drauf drängt, weil manchmal ist der Patient, wie gesagt, wird er ungeduldig und sagt, ich will das aber jetzt in einem und können wir das nicht machen. Es geht aber dann nicht. Aber es gibt ja so Anzeigen, habe ich kürzlich gelesen, in 48 Stunden kriegen Sie Implantate. Ist auch möglich, aber nicht bei jedem. Mhm. Und das, so fair sollte man schon sein. Ja. Wir machen das auch. Ja. Also wir haben auch schon Zähne gezogen und sofort ein Implantat gesetzt. Mhm. Aber das heißt jetzt nicht, dass wir uns nennen, 48 Stunden gibt es bei uns Implantate. Gibt es natürlich auch, aber es ist nicht bei jedem möglich. Ja. Ja. Und da muss man auch abwägen und sagen, das entscheidet der Arzt meistens in dem Moment, in dem er am Patient ist. Natürlich sieht man es vorher durch Röntgenbilder, durch dreidimensionale Röntgenbilder kann man das schon mehr oder weniger entscheiden. Aber oft ist es so, dass der Patient da sitzt, wir wollen das machen und es ist nicht auch vielleicht ein Knochen da und da muss die Chirurgie geändert werden. Auch das muss sein und sollte auch sein zugunsten des Patienten. Das dauert halt dann länger, die Geduld ist gefragt, die Überredungskunst natürlich dann auch, aber es ist im Nachhinein und als Endresultat für den Patienten das Beste. Sie feiern in Kürze einen runden Geburtstag. Ja. Wie ist es, wenn man einfach so jung ist, so eine Kraft hat, ist man da dem Leben auch dankbar? Natürlich. Ja? Natürlich bin ich dankbar und ja, der runde Geburtstag ist halt auch eine Zahl im Lauf des Lebens. Ich bin dankbar für jeden Tag, den ich in dem Beruf arbeiten darf, in dem ich arbeite, weil er mir unheimlich viel Spaß macht. Und dankbar dafür, dass ich anderen Leuten was geben kann davon und anderen Leuten helfen kann. Dann wird man auch, wie soll ich sagen, ja, dankbarer im Allgemeinen. Sie haben vor 2 Jahren Ihre Schwester verloren. Ja. Durch etwas, was Sie hautnah erlebt haben. Mhm. Also sie hat einen Herzstillstand gehabt und es war kein Defi in der Nähe. Ja. Das ist ja unglaublich. Ja. Ja, und es gibt heute Firmen wie Philips, die wirklich sprechende Defis haben, die jeder bedienen kann. Ja. Ihre Schwester war bei einem großen Unternehmen hier in München. Und wie haben sich die verhalten? Ich muss leider sagen, das war sehr, sehr unangenehm für uns. Es war natürlich der Schock. Dass meine Nichte ist damals 15 gewesen, die ist am Montag 17 geworden. Die ist damals 15 gewesen, das ihr verständlich zu machen, dass die Mama nie wiederkommt. Mhm. Dass es im Betrieb passiert ist und es wurde zwar erste Hilfe geleistet, aber sie sagen schon, es war kein Defi da. Ja. Und ich will keinem Arzt was Böses tun, aber ich wage zu behaupten, dass es hundertprozentig so ist, dass ihr mit einem Defi das Leben hätte gerettet werden können. Die würde noch leben, die würde noch leben. Ja. Und das ist halt so ein bisschen, wo ich sage, da habe ich kein Verständnis dafür. Es bringt mir aber leider meine Schwester nicht wieder. Ja. Und es, egal was ich mache, ich habe versucht mit der Firma, ich habe telefoniert mit der Personalleitung und so. Und da habe ich ganz, ganz schlechte menschliche Erfahrungen gemacht. Ja, absolut. Und das habe ich nicht gedacht. Meine Schwester war 30 Jahre in dieser Firma und ich habe nicht gedacht, dass es sowas geben kann, dass ein Mensch einfach nichts zählt, aber gar nichts. Dass es halt einfach heißt, Pech gehabt. Sie hat auch nicht einmal ein Monatsgehalt weiter bezahlt bekommen. Und das ist etwas, was für mich unverständlich ist. Ich hatte nach allem gefragt, nach allen Möglichkeiten und zwar nicht um zu betteln, sondern einfach nur meine Nichte zu finden. Um eine Lösung zu finden für die Familie. Ja. Mein Schwager war 20 Jahre in der Firma, meine Schwester war 30 Jahre in der gleichen Firma. Und es ist leider so. Und wir versuchen jetzt als Familie, die übrig geblieben ist,
uns gegenseitig zu helfen und uns gegenseitig zu stützen. Und das war ja auch die Eingangsfrage. Sie sind ein Familienmensch. Ja. Familie ist eine Riesenkraftquelle. Ja. Aber natürlich auch ein Job, in dem man einfach Freude hat. Ja. Das zeigen Sie sehr eindrücklich. Man merkt es einfach. Die Frau Ott, die managt das. Es ist ein gutes Klima da. Man hat ein gutes Gefühl als Patient. Ja. Und man freut sich wirklich, ja, einfach wieder zu kommen, in dem Fall auch mal zur Dentalhygiene. Ja. Danke. In diesem Sinne werden wir uns bald mal wieder sehen. Ich glaube, bei mir ist auch mal wieder fällig. Ja. Es war schön, einfach mal eine Dame zu zeigen. Dankeschön. Die mit quasi nichts nach Deutschland kam, mhm. aber mit ihrer Familie. Ja. Ihr Mann dann nachkam ja. und die auf ihre Weise eine tolle Karriere hingelegt hat. Vielen Dank. Dankeschön. Für das Interview, Frau Ott. Und liebe Zuschauer, wir sehen uns wieder beim nächsten Samstag. Ja, und ich denke, die Zukunft ist weiblich. Das haben wir heute gesehen. Schönen Abend. Gute Unterhaltung bei Löschen präsentierte Ihnen Ihre Münchner Bank.